In unserem nächsten Beitrag kommen wir zu einem Thema, das im Behindertensport sehr entscheidend ist. Es geht um die Fragen, wie kann man mit einer Sportart beginnen? Was muss ich können, um bei einer Sportart trotz meiner Behinderung mitmachen zu können? Und habe ich die Fähigkeiten dazu? Für Kinder im Rollstuhl gibt es jetzt in Wien ein Training, das quasi die Antworten dazu liefert. In speziellen Kursen kann man die Basics, nämlich das Drehen, das Kippen, die Fahrgeschicklichkeit erlernen. Der Weg zu unter anderem Rollstuhlbasketball, Tischtennis oder Leichtathletik ist dann nicht mehr weit. Wir haben uns diesen Einsteigerkurs einmal genauer angesehen. Wenn die wöchentliche spezielle Sportstunde am Programm steht, kann es für Kids im Rollstuhl nicht schnell genug gehen. Denn es warten 60 Minuten vollgefüllt mit Fun und Action. Es gab so etwas nicht in Wien. Und da wir der Meinung sind, dass es eben auch Sportangebote für Kinder im Rollstuhl geben sollte, haben wir beschlossen, das aufzubauen. Spezielle Vorbereitungen bzw. Vorkenntnisse sind für die Kinder nicht notwendig. Einfach kommen und mitmachen. Es ist wichtig, dass sie bereits einen Rollstuhl haben und sie lernen hier, damit umzugehen, damit zu fahren, die verschiedenen Fahrtechniken. Die Sportstunde der 6- bis 14-Jährigen läuft sehr spielerisch ab. Es werden aber auch anspruchsvollere Aufgaben gestellt, die das Fahrkönnen und den Umgang mit dem Rollstuhl schulen bzw. verbessern. Also im Kinderrollensport muss der Spaß und das Spiel im Vordergrund stehen, wo es gar nicht auffällt, dass wir jetzt Fahrtechniken üben oder dass wir kippeln oder kanten. Es wird immer in ein Spiel oder in eine Aufgabe verpackt. Das ist Priorität. Und eben diese Vorbereitung auf alltägliche Herausforderungen steht auch auf der Wunschliste der Eltern an erster Stelle, die sich durch die wöchentlichen Sportstunden auch mehr Sicherheit durch verbessertes Eigenkönnen erhoffen. Weil die Straße und alles sind ganz schlecht manchmal und es hilft, Matthias kann Übung hier machen, weil es ist sicher und alles. Und wenn er ist draußen um Straße, dann kann er besser. Man kann sehr vieles dann im natürlichen Alltag dann auch umsetzen, angefangen vom Aufkippen, Stufen, also es passt. Man merkt auch dann, dass sie, wenn sie nach dieser Sportstunde nach Hause kommen, dass sie dann auch viel ambitionierter sind, selber was zu machen. Ein bisschen mehr machen dann schon die Jugendlichen ab dem 14. Lebensjahr. In ihrer Sportstunde liegt der Schwerpunkt auf Kraft- und Konditionstraining. Die kreative Übungsauswahl weckt Spaß und Freude bei den zum Teil wirklich anstrengenden Trainings. Je mehr Kraft ich habe, je mehr Ausdauer, desto mehr traue ich mir auch zu. Fahre ich in der Öffentlichkeit, fahre ich öffentlich selbst, lasse mich nicht vom Fahrtendienst führen, schaffe ich mehr, kann ich über Stufen, Kanten kippeln. Das heißt, je mehr Kraft ich habe, je mehr Ausdauer und je mehr Selbstwertgefühl, ich kann das, ich schaffe das, traue ich mich auch eben in der Umwelt draußen sicherer zu fahren und ja, unterschiedliche Dinge zu bewältigen, die ich mir noch nicht zutraue. Also das steht hier im Vordergrund. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Rollstuhlsportstunden ist das Erleben von Gemeinsamkeit. Trotz Integration im Schulalltag ist es für die Kinder wichtig, gemeinsam zu sporteln. Ein großes Anliegen der Eltern, aber auch Anspruch der Kursleiterin. Also dieser soziale Aspekt und hier wir alle Rollifahrer untereinander, das ist uns auch ganz wichtig, dass sich die Kinder untereinander austauschen. Schau, dein Rolli ist so, wie bremst der, was kann der? Die Kleinen haben oft Leuchtreifen, dann drehen wir das Licht ab und wow, cool. Das ist immer, macht ihm Spaß. Das hat ein paar Freunde hier, das ist auch im Rollstuhl, weil in Matthäus' Schule oder alle anderen Dinge, das er macht, er ist immer die Einzige im Rollstuhl oder die Einzige mit Krücken und so. So, es macht ihm viel Spaß, dass es gibt andere Leute, dass er kann mitspielen. Sie freuen sich auf das gemeinsame Erlebnis, auch andere Kinder im Rollstuhl zu sehen. Sie freuen sich auf die Trainerin, auf die Doris. Es passt einfach von Anfang an. Und man merkt ganz einfach, dass sie das Gelernte auch wirklich auch umsetzen können. Sie müssen es zwar immer wieder trainieren, aber es ist jetzt nicht nur Training, sondern es ist auch wirklich Spaß und Sport. Dass die Kinder und Jugendlichen mit Freude und Begeisterung bei der Sache sind, ist augenscheinlich. Einige Favoriten dürfen aber bei keinen Sportstunden fehlen. Das Ziehen, das Kippeln, das Schnellfahren. Fußball spielen. Die Stationen waren alle ziemlich toll. Am meisten hat mir das Ziehen gefallen, obwohl es auch ziemlich anstrengend war. Damit die Jugendlichen künftig weiter sportlich aktiv bleiben, werden aber auch verschiedenste Rollstuhlsportarten vorgestellt und Informationen über diverse Vereine an die Eltern weitergegeben. Wir sind in Wien sehr gut vernetzt
Und es geht zum Beispiel bei dem Hinführen in die Sportarten, kommen dann auch zu andere Vereine, die ihre Sportarten für Menschen im Rollstuhl anbieten und stellen die vor. Was gibt es? Leichtathletik, Rollstuhl, Basketball, Rollstuhl, Volleyball etc., dass wir da auch sie einführen oder dass sie das einfach kennenlernen und schnuppern. Taugt mir das? Und dann kann ich ihm weitervermitteln. Für die Kinder ist die Sportstunde in jedem Fall eine perfekte Vorbereitung, um manche schwere Situation auch im Alltag meistern zu können. Nähere Infos zu den speziellen Sportstunden finden Sie unter www.behindertensport-wien.at.